Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder eingeschaltet habt. Heute ist Kakerlaken-Partyzeit. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die gesammelten Anrufe aus der vergangenen Woche, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Guten Tag. Hallo, guten Tag, Herr Thaler. Mein Name ist Katharina Rabe aus Finanzmarkt. Ich bin in der Sicherheitsabteilung und es geht um Ihre Kryptokontoschließung und Auszahlung. Wir haben Ihre Daten bekommen, dass Sie haben Geld investiert, aber Auszahlungsprozess sehe ich jetzt nicht. Deswegen will ich jetzt Ihnen ein paar Fragen stellen, wenn Sie gerade bereit sind. Was denn für Fragen? Zuerst will ich wissen, wie viel war Ihr Verlust? Ich habe ja gar keinen Verlust. Läuft doch. Doch, Sie haben schon etwas Verlust gehabt, sonst konnte ich Ihnen nicht anrufen, weil wir arbeiten mit der Europäischen Kabelpolizei und Ihre Daten habe ich von dieser Person bekommen, weil unter Ihrem Namen war eine illegale Transaktion angefangen und jetzt wollen wir aber legal Ihr Geld wieder zurückgeben. Wollen Sie das nicht? Ja, wie heißt denn die Firma, bei der ich da angeblich Geld habe? Unsere Firma heißt Solotransfer EU. Ja, aber da habe ich kein Geld. Nee, hier können Sie Geld nicht haben. Ja, wo habe ich denn das Geld? Auf welchem Konto ist das denn angeblich? Lassen Sie bitte mich ausreden, wir haben Ihre Geld gefunden. Das war eingefroren, ja? Und jetzt wollen wir wieder Geld eingefroren. Doch, das war schon. Sie haben damals etwas zu tun mit dem Kryptowalute gehabt. Das war Bitpanda, Kraken, Coinbase, Binance oder sowas. Am Anfang kann sein, dass Sie haben 250 Euro überwiesen, aber unter Ihrem Namen hat jemand dann weiter illegalische Transaktionen gemacht. Also, ist diese Bitcoins-Webseite bekannt für Sie? Was habe ich gesagt? Nee, ist keine dabei gewesen, die ich kenne. Okay, dann woher habe ich dann Ihre Daten? Können Sie mir das sagen? Weil die Europäische Polizei hat das gegeben und wenn Sie Ihre Geld müssten nicht Sie mir doch zurück... sagen. Also, wenn Sie Ihre Geld nicht wieder zurück wollen, dann dieses Gespräch wird gespeichert und kann ich einfach sagen, dass Sie bestätigen, dass Sie wollen in schwarzer Liste bleiben und unter Ihrem Namen weiter illegale Transaktionen geht. Das ist doch auch kein Problem und Sie bekommen Ihre Geld nicht wieder zurück und bleiben Sie in schwarzer Liste. Ja, dann müssen Sie mir doch erklären können, bei welcher Firma ich das Geld angeblich verloren habe. Also, ich habe schon gesagt, Sie haben was nie. Na, hat ja nicht gestimmt, was Sie gesagt haben. Also, Herr Thaler, ich habe Ihre Daten bekommen, dass Sie haben Geld verloren. Ja, von wem denn? Vom Kryptowalute. Ja, und was ist das? Das ist eine Bitcoin. Ja, aber damit habe ich ja nichts zu tun. Doch, mit das haben Sie etwas zu tun gehabt. Nee, ich kenne die Firma nicht. Dann machen wir Schluss und wie gesagt, Ihr Name bleibt wieder in schwarzer Liste. Was denn für eine schwarze Liste? Also, wir wollen, dass für Sie Ihre Verluste Geld wieder zurückgeben. Ja. Und wenn Sie sagen... Ja, wie viel Geld ist denn da angeblich? Also zuerst will ich von Ihnen wissen, wie viel haben Sie investiert? Ja, aber es spielt doch da keine Rolle dabei. Wenn Sie mir sagen, da ist Geld von mir, dann müssen Sie mir doch sagen können, wie viel. Also ich muss erst Ihnen Fragen erstellen und von Ihnen wissen, wie viel haben Sie verloren. Haben Sie das selber gemacht oder mit jemandem Broker? Wann war das und sowas? Weil ich sehe, das war 11.07.2021. Und wozu brauchen Sie diese Information? In Deutschland. Das alles in meinem System vergleichen und Ihnen identifizieren, ob Sie echt diese Person sind und ob echt diese Person dieses Geld bekommt. Ich kann nicht einfach aber Sie Information rufen ja bei mir geben. Und sagen, dass ich die Person bin und Sie behaupten ja, dass da Geld nee, ist. Ich sage nicht, also ich sage natürlich, weil in meinem System steht halt so, aber ich muss alles vergleichen. Aha. Ja, aber dann können so Sie mir das sagen. Wie bitte? Ja, dann können Sie mir doch sagen, wie viel Geld da angeblich drinsteht. Also wenn Sie mir sagen, dass Sie, wie viel Betrag haben Sie verloren, wann haben Sie das verloren, haben Sie das selber gemacht oder... Da habe ich allein gesagt, dann kann ich sagen, ich also... Bewusst, dass ich irgendwas ich verloren sehe, habe. Ich sehe, dass bis 5.000 Euro liegt. 5.000 Euro ist da bei Ihnen? Ja. Aha. Und was muss ich dafür machen, um das Geld zu bekommen? Ich muss zuerst Ihnen identifizieren, Sie müssen gar nichts machen. Ich muss Ihnen... identifizieren, wie gesagt, ob Sie echt diese Person sind, Ihre Name, Ihre Vorname vergleichen, Ihre aktuelle IBAN sehen, wo bekommen Sie diese Geld und danach verbinde ich Ihnen mit weiter mit der Finanzabteilung und sie sagt, wie bekommen Sie diese Geld und wann. Also das bestimmt bekommen Sie in Ihrem Konto. Aha, na dann machen Sie mal. Okay, machen Sie dann ein Verbindungsprogramm AnyDesk auf? Nee, das brauchen wir dafür nicht. Dafür brauchen wir das.
Wozu denn? Was machen Sie denn da? Also, Sie machen jetzt Ihre Nidescan, natürlich, wenn Sie wollen. Dann machen Sie Ihre Online-Banking-Seite auf, wo Ihr Name und Vorname das steht. Das ist nicht ausfallen. Das ist ja Quatsch. Das sollte man auf keinen Fall tun. Also, das ist nicht Quatsch, sonst wir arbeiten so. Doch, das ist Quatsch. Das ist ja illegal. Nein, das ist nicht Quatsch. Das ist nicht illegal. Das doch, ist das illegal. Daten, das können Sie auch nachfragen. Ja. Ich brauche Ihre Daten nicht, sondern ich muss selber mit meinen Augen sehen, dass Sie eine aktuelle IBAN haben. Wo kann ich dann Ihnen Geld überweisen? Das ist nicht Quatsch. Wenn Sie so glauben, dann wie gesagt, das ist eine blödsinnige Geschichte, die keinen Sinn ergibt. Also, Sie sind sehr skeptisch. Das hat nichts mit skeptisch zu tun. Das, was Sie da erzählen, ist höchst strafbar und illegal, was Sie da machen. Also, das ist gar nichts illegal. Und wenn Sie so glauben, dann wie gesagt, Ihr Name bleibt wieder Sie haben ja nichts auf meinem Computer zu machen. Das kann ich gerne machen, ist kein Problem. Dann machen wir Schluss. Ja, das ist auch illegal. Wenn Sie sagen, da liegt von mir Geld, dann haben Sie ja nicht das Recht, einfach aufzulegen. Von Ihnen will ich kein Geld. Das habe ich nicht gesagt. Ja, aber wenn Sie einfach auflegen wollen, dann kann das ja nur kriminell sein. Nein, das ist nicht halt so. Aber glauben Sie, was Sie wollen. Ich habe gesagt, Ihr Name bleibt im schwarzen Liste und unter Ihrem Namen wird eine illegale Transaktion weitergemacht werden. Ich wollte helfen. Wird wieder illegal mit meinem Geld spielen. Genau, finde ich gut. Ja, glauben Sie so, wie Sie wollen. Ja, genau. Und Sie sind eine Betrügerin. Ja, ich bin nicht Betrügerin. Richtig, doch. Also, glauben Sie, was Sie wollen. Das ist Ihre Rede. Eine professionelle Kriminelle. Vielen Dank, das ist ein Kompliment. Ja, das habe ich mir gedacht, dass du das als Kompliment nimmst, Betrügerin. Dankeschön. Du solltest... Guten Tag. Hallo. Hallo. Guten Tag. Henry Fink ist am Apparat von Europas Haupthandel und Plattform CoinWert. Ich grüße Sie. Herr Kart. Hören Sie mich? Ja. Hallo, Herr Kart, es geht um Ihre Registration, was Sie bei uns auf dem Finanzmarkt gemacht haben. Habe ich da was falsch gemacht? Bitte? Habe ich da was falsch gemacht? Nein, ich bin Ihr Account Manager von CoinWert. Ja. Und wegen Ihrer Registration sind Sie an mir weitergeleitet, weil ich werde Ihnen dabei helfen, Verifizierung abzuschließen. Und von meiner Seite werden Sie auch vollständige Auskunft bekommen, wie das funktioniert. Aha. Okay? Mhm. Sehr gut. Also, Herr Kart, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich oder ist das erster Schritt für Sie? Im Bereich Beratung oder wie? Nee, im Bereich Handeln. Was für? Nee. Nein. Nee. Gar keine Erfahrung. Okay, und wie haben Sie über Handeln gefunden? Haben Sie vielleicht über Werbung darüber gehört oder Ihr vielleicht Freund hat Ihnen selber gesagt oder wie haben Sie es gefunden? Habe ich auf dem Discord-Server gefunden. Mhm. Okay. Mhm. Und haben Sie irgendwelche gewünschte Produkte, womit Sie zum Beispiel handeln wollen oder wollen Sie erstmal ausprobieren, ja? Was denn? Handeln. Sie haben sich für Handeln registriert, ja? Ja. Genau. Und wissen Sie, was Handeln ist? Da mit den Zahlen und so. Genau. Damit also kann man auf dem Finanzmarkt mit den Kryptowährungen, Gold, Öl, Rohstoffe, Forex, Aktien, also mit diesen Waren kann man auf dem Finanzmarkt handeln und damit Geld verdienen. Ja, ja? Das ist ja das mit dem Blinkern in Zipfeln. Wie bitte? Das ist ja das mit dem Blinkern in Zipfeln, mit Rot und Grün und dann blinkert alles. Fand genau. Ich schön. Ja. Und wissen Sie, wie viel ist minimales Einstiegskapital, womit man es ausprobieren kann? Nee. Nee? Nee. Okay, also 250 Euro ist minimale Summe, womit man Empfängerhandlungskonto aktivieren kann. Okay? Ein Empfängerhandlungskonto, was ist das? Das ist ein Konto für Empfängers. Da welche bekommen Empfängers? Sie ihr Habt ihr Empfängers oder wie meinen Sie das? Empfänger ist die Kunde, wer schon keine Erfahrung in diesem Bereich hat. Ach so. Wie Sie schon mit mir gesagt haben, dass sie keine Erfahrung in diesem Bereich hat. Ja. So, also mit der minimalen Summe, 250 Euro, können Sie Ihr Kundenkonto aktivieren. Wir sind eine VIP-Unternehmer, CoinWert, und von unserer Seite jeder neue Kunde bekommt ein Senior Analytiker, Finanzberater in Verfügung. Also ein Opa. Mit wem? Wie bitte?
Eine Obi. Was ist Lobby? Obi. Was ist Obi? Nein, Obi. Sie haben doch gesagt, da steht auch so ein Obi. Akustisch. Hallo? Ja, hallo. Hallo, akustisch habe ich nicht verstanden. Was haben Sie gemeint? Na, ein Obi. Sie haben doch gesagt, da gibt es ein Opa. Senior Analytica gibt's bei uns. Also so ein Obi. Senioren sind doch im Altenheim. Eine Frage habe ich, Herr Kart. Wo haben Sie sich registriert? Am Computer. Ja, und wie heißt dieses Webseite? Was meinen Sie? Eine Handelplattform, ja, wo Sie sich registriert haben. Wie heißt es? Da war so ein ganz komischer Name oben drüber. Okay, aber okay, das ist ein ganz komisches Name, aber wie heißt es? Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Wie bitte? Das weiß ich nicht mehr, hab nicht aufgepasst. Okay. Alles klar, aber wann haben Sie sich registriert dann? Na, wohin? Auf dieses komisches Webseite. Ja. Ja, wann haben Sie sich registriert? Na, hab ich nicht auf die Uhr geguckt, das ist noch nicht lange her. Also heute, gestern? Ja, vorhin. Nee, wann? Also heute oder gestern? Na, heute. Also, heute. Aber das müssen Sie doch eigentlich da auch sehen, wann das war. Genau, aber das ist nicht sichtbar bei mir und das ist das Problem, weil normalerweise sehen wir es auch. Deswegen habe ich so viele Fragen auch gestellt, weil mich interessiert, wo haben Sie sich registriert, wovon haben Sie es gefunden, wie heißt denn Webseite, sagen Sie mir nichts. Was soll ich da verstehen, weiß ich nicht. Habe ich mir ja nun nicht alles gemerkt. Hätten Sie das auf der Webseite draufschreiben müssen, dass man sich das aufschreiben muss. Also, wo Sie selbst Ihr persönliche Daten registriert haben, das erinnern Sie nicht. War doch die Seite, das war so eine bunte Seite, wo sie viel geblinkert hat. Mhm. So. Und wie heißt es? Na, wie gesagt, das war ein komischer Name, den habe ich mir nun nicht gemerkt. Weil das hätten Sie dann auf die Seite draufschreiben müssen, wenn man sich das merken soll. Ich muss nichts schreiben, Herr Kart. Ich habe einfache Frage gestellt. Auf welche Seite haben Sie sich registriert? Ja, das haben Sie ja nur schon 3-4 Mal gefragt. Habe ich ja schon ein paar Mal drauf geantwortet. 3-4 Mal? Mhm, 3-4 Mal haben Sie das schon gefragt. Okay, und haben Sie schon Geld irgendwo eingezahlt? Nee. Und Sie? Ich? Hm? Ja, ich habe eingezahlt. Wo ich handle, da habe ich doch eingezahlt. Ach so. Aber dann müssen Sie mir sagen, wie man das macht. Dann mache ich das auch mal. Okay, aber wenn ich irgendwelche Frage stellt, ja, darüber brauche ich Antworten auch. Ja, habe ich ja gegeben immer. Nee, haben Sie mir nicht gegeben. Na klar, ich habe immer antwortet fleißig. Wie ein fleißiger Bauarbeiter. Wollen Sie handeln anfangen, ja, Herr Karl? Na klar. Da müssen Na klar, Sie das glaube ich leider nicht. Leider, das glaube ich nicht. Aber warum rufen Sie denn an, wenn Sie das nicht glauben? Da hätten Sie doch gar also, nicht anrufen brauchen. Ich habe angerufen, weil wollte ich es klären, ob Sie handeln wollen oder was Sie da machen wollen, aber Fragen, was ich gestellt habe, Sie haben mich nicht geantwortet. Doch, habe ich ja antwortet. Sie komisch. Nee. Doch, Sie sprechen ja selber komisch und sagen Sie nicht, habe ich keine Lust, mit Ihnen weiterzusprechen. Ohren waschen, wenn Sie das nicht richtig wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch. Da kann ich auch nicht dafür für Ihre Behinderung. Ciao, Kaukau, du Scheißbetrüger. Ja. Hallo, guten Tag, Herr Steiner. Was denn? Mein Name ist Annette Körner, ich bin Ihr persönlicher Account-Manager. Ja, Sie haben sich vor kurzem auf unsere Secret-App-Plattform für den Online-Handel gemeldet. Ja, ich habe alle Informationen per E-Mail für Sie geschickt. Haben Sie diese Informationen gelesen? Nee. Haben Sie Fragen? Nö, ich weiß auch nicht mal, wer Sie sind. So, ich kann jetzt ein bisschen erzählen und ich kann helfen Ihnen genau mit der Aktivierung von Ihrem Handelskonto. Aha. Sie können ja nicht mal Deutsch. Nochmal bitte. Ich sage, Ihr Deutsch ist ja schon furchtbar. Wie wollen Sie denn bei irgendwas helfen? Vor allem wobei? Der Trachter im Hintergrund ist ja auch nicht normal. Warum nicht normal? Weil es nicht normal ist. So funktioniert kein normales Gespräch mit dem Trachter im Hintergrund. Äh,
Okay, aber haben Sie jetzt ein bisschen Zeit? Ich möchte Ihnen gerne erklären, alle Informationen über unsere Firma, über System, über Online-Handel. Was ist damit? Also, möchten Sie Ihre Handelskonto aktivieren? Ja, ich weiß ja nicht mal, was das für ein Konto ist. Also, was soll ich denn da aktivieren wollen? So, Plattform Secret App. Sie haben alle Informationen in Ihre E-Mail. So, das ist Plattform für Online-Handel. Ja? So, das ist ein Roboter, der für Sie die Deals automatisch offen und schließen wird. Aber damit das System so richtig funktioniert, erhalten Sie von uns die fachliche Hilfe, einen Finanzberater. Diese Person wird Sie immer beim Handeln begleiten, alle automatischen Entstellungen für Sie erstellen und natürlich den Finanzmarkt für Sie analysieren. Ja? Also das ist über unsere Plattform und über System. Ja? Bei uns können Sie ungefähr von 3-5% von der Summe, die Sie auf Ihrem Handelskonto haben, pro Tag verdienen. Ja? Aber die minimale Summe, mit welcher Sie Ihr Handelskonto aktivieren können, ist 250 Euro. Ja? So, und wir geben für Sie einen Willkommensbonus, 50 Euro. Und Sie starten Ihre Arbeit mit 300 Euro, Ihre Handelarbeit, ja? So, das heißt, wenn Sie zum Beispiel Ihr Handelskonto mit diesem Betrag aktivieren, dann bis Ende des Monats können Sie diese Summe bis ungefähr 1.000 Euro entwickeln, ja? Verstehen Sie? Nicht wirklich. Sie sollten auch verstehen, dass wir ganz dafür interessiert sind, dass Sie so viel wie möglich bei uns verdienen können, weil wir genau 10% Provision von Ihrem Gewinn bekommen. Ja? Und Sie können Ihre Gewinne einlassen, wie wir wollen, per Bank oder Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, so was immer Sie wollen. Ja? So, Sie können Ihr Geld jederzeit nach der Verifikation auszahlen lassen. Und nach der Aktivierung auf Ihrem Handelskonto bekommen Sie den Anruf von Ihrem persönlichen Finanzberater. Wer hilft Ihnen eine Applikation für den Handel entweder so auf Ihr Handy oder auf Ihr Computer oder auf Ihr Laptop zu installieren und er erstellt für Sie alle automatischen Entstellungen und nachdem starten Sie die Handelsarbeit mit einem automatischen System. Ja? Aha. So, und ich kann Ihnen helfen, genau mit der Aktivierung von Ihrem Handelskonto, ja? So, sagen Sie bitte, ob Sie sich schon entschieden haben, mit welchem Summe wollten Sie gerne einsteigen? Ja, gar nicht. Nicht? Nee, ist ja unseriös da alles. So, die minimale Summe, der minimale Betrag ist 250 Euro. Sie können starten, das ist Ihr Geld in Ihrem Handelskonto. Aha. Und Sie können dieses Geld jederzeit schicken für Ihr Bankkonto. Ja? Das glauben Sie doch selber nicht. Nochmal bitte? Das glauben Sie doch selber nicht. Hallo, guten Abend. Herr ja, was denn? Grüße Sie, Jasmin Schmidt ist mein Name und ich melde mich wegen Ihrer Interesse an Online-Handel. Aha.
Sie haben eine Registrierung bei uns gemacht. Stimmt? Nee. Nein? Nee. So, vielleicht haben Sie es also vergessen, weil deswegen rufe ich Ihnen an. Aber okay. Wissen Sie eigentlich, was ist Onlinehandel und wie es funktioniert? Nee. Nein, wissen Sie gar nicht. Und etwas im Internet gelesen vielleicht über Bitcoin oder über Kryptowährungen? Nee. Nein, niemand. Okay, ich dann. Gehört. Nee. Okay, dann. Also, ich werde Ihnen erstmal erklären, wie das Ganze funktioniert, okay? Mhm. Und dann können wir weitermachen. Okay? Na dann. Also, wenn Sie diese Registrierung gemacht haben, ist automatisch ein Handelskonto für Sie geöffnet. Okay? Dieses Handelskonto ist wie ein Bankkonto. Aber bei diesem Handelskonto werden Sie handeln. Okay? Es ist sehr einfach. Sie können dort sich einloggen und dort schauen Sie den Betrag, was Sie investiert haben und Ihre Profite, weil Sie handeln, Sie investieren und Sie bekommen Profite von Ihren Investitionen. Okay? Und beim Business-Konto haben Sie eine Einzahlung und ein Auszahlungsoption. Bei der Einzahlungsoption können Sie investieren und bei der Auszahlungsoption können Sie Ihr Profiten ganz einfach auszahlen. Okay? Mhm. Sie werden Ihr IBAN mit diesem Handelskonto verbinden und immer, wenn Sie eine Auszahlung machen, werden die Profite auf Ihrem Bankkonto gesendet, okay? Und da Sie keine Erfahrung und keine Ahnung an Onlinehandel haben, werden Sie einen Finanzberater in Verfügung haben. Der Finanzberater wird einen Finanzplan für Sie erstellen und den Software programmieren, so dass Sie Ihr Profiten erzielen können. Haben Sie mich bis jetzt verstanden? Nee. Und was haben Sie nicht verstanden? Habe ich vergessen. Okay, haben Sie vielleicht eine Frage bis jetzt? Nee. Okay, dann. Also, unsere Firma handelt mit der letzten Version von MetaTrader 5. MetaTrader 5 ist eine Handelsapplikation. Bei dieser Applikation können Sie schauen, wie das Handel läuft. Dort schauen Sie, wie viel Profiten Sie bekommen wöchentlich und monatlich. Weil Sie werden wöchentliche und monatliche Profiten bekommen. Okay? Mhm. Also, Sie können Ihr Konto erstmal mit dem mindesten Betrag sich aktivieren. Und in 2 Wochen werden Sie Ihr Profiten bekommen. Okay? In diesen 2 Wochen haben Sie auch die Möglichkeit, um unsere Firma zu testen und um zu schauen, wie das Ganze bei uns funktioniert. Okay? Mhm. Ja, und dann entscheiden Sie, ob Sie weitermachen möchten oder ob Sie Ihr Konto schließen möchten. Okay? Es ist Ihre Entscheidung, was Sie mit Ihrem Kapital machen. Wir sind hier nur, um Ihnen zu helfen und Ihnen zu informieren über Ihren nächsten Schritt. Okay? Oh. Haben Sie vielleicht Fragen bis jetzt? Nee. Okay, dann. Sollen wir Ihr Konto aktivieren? Wozu? Also, wenn Sie einen Computer dort haben, kann ich Ihnen auf unsere Plattform sich einloggen, okay? Damit Sie alles, was ich bis jetzt gesagt habe, mit Ihren Augen schauen können. Okay? Okay. Mhm. Ja, haben Sie einen Computer in der Nähe? Nee. Und,
oder einen Tablet vielleicht. Ich könnte vielleicht einen Kreidekasten holen. Was? Lach. Was können Sie holen? Lach. Nochmal bitte? Lach. Lach? Lach. Was meinen Sie, Herr Steiner? Labimmel, labommel. Hören Sie zu, Hurensohn, weil wir sind eine seriöse Firma und wir möchten auch seriöse Menschen arbeiten. Also nach dem Wort Hurensohn kommt das Wort seriös, sicher, wisst ihr? Ja, natürlich. Ja, es ist ein Wort, das Sie nicht kennen, okay? Ja. Und also, wir haben alle Ihre Daten hier auf unserem System. Ja. Wir werden alle diese Daten im Internet lassen. Ah, schön. Okay? Ja, ja, sehr schön. Damit jeder Mann ihren Namen kennt und alles. Ja. Und ja, wir werden auch eine Anzeige bei der Polizei machen. Sagte die Kakerlake am Telefon. Wir werden. Aber du hast Mundgeruch. Ja. Hallo, spreche ich bitte mit Herrn Anders? Ja. Ich grüße Sie, Emma Smith am Apparat. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut bei Ihnen? Ja. Freut mich. Also ich bin Emma Smith von Apollo Cash und Sie haben Interesse am Kryptowährungen Forex gezeigt. Deshalb ich rufe Sie an, Herr Anders. Ich weiß es nicht, haben Sie Erfahrung davon oder noch nicht? Nee. Okay, das ist kein Problem. Ich erkläre Ihnen ganz kurz. Also ist eine gute Möglichkeit für Sie und Sie können mehr Geld zu machen. Es funktioniert so, Herr Ander. Wenn Sie Teil von unserer Firma bekommen und natürlich eine Investition anfangen, natürlich, Sie müssen ein Konto eröffnen. Der Mindestbetrag für ein Konto eröffnet ist nur 250 Euro. Ja. Ja, um dieses 250 Euro, Sie öffnen Operationen an Kryptowährungen, Forex, Rohstoffen und so weiter, zusammen mit einem Finanzexperten von unserer Firma. Und erreichen Sie Gewinne bis am Ende des Monats. Haben Sie mich bis jetzt verstanden? Ja. Ja, aber wenn Sie möchten, Sie können auch mit 500, mit 1000 und so weiter ein Konto aktivieren und natürlich, Sie bekommen mehr Gewinne, mehr Geld bis am Ende des Monats. Mhm. Und wenn Sie nicht so viel in jeder Zeit, Sie können dieses Geld auszahlen, auch die Gewinne, Herr Ander. Also mit welchem Betrag müssen Sie gerne ein Konto eröffnen bei uns? Damit uns zu testen. Wollen Sie es nicht? Was muss man denn? Wie bitte? Was muss man denn? Mit 100, meinen Sie? Na, was muss man denn? Also, damit uns zu testen, weil ich verstehe gar nichts, Herr Ander. Mit welchem Betrag möchten Sie gerne ein Konto eröffnen? Na, weiß ich nicht. Was muss man denn? Also, lassen wir mit 1000. War besser für Sie. Sie bekommen jede Woche, nicht nur am Ende des Monats, jede Woche 500 bis 600 Gewinne. Ja. Ja, erreichen Sie mehr Gewinne. Uns zu testen, Ihr Geld steht sowieso da, es funktioniert wie eine Bank. Aber der Unterschied ist, Sie bekommen mehr Gewinne bis am Ende. Nicht nur am Ende des Monats, wie schon gesagt, aber jede Woche mit 1000. Mhm. Und wir machen eine gute Arbeit für Sie. Ja, Sie erreichen mehr Geld bis Ende dieses Monat. Also, möchten Sie gerne ein Konto mit 1000 eröffnen? Ja, meinetwegen. Wie bitte? Ja, meinetwegen. Okay, also, wie machen Sie denn die normale Einzahlungen? Durch eine Visa oder Mastercard? Was haben Sie schon? Da habe ich nicht. Haben Sie nicht? Nee. Und was für eine Karte haben Sie? Eine Knackskarte vom Knacksknopf. Und haben Sie Online-Banking mit dieser Karte? Nee, da muss man überweisen. Sie müssen das überweisen. Okay, also, wann werden Sie eine Überweisung machen, damit für Sie die Bankdaten vorbereitet und Sie können eine Überweisung machen? Ich denke mal so in 2 bis 3 Wochen. Es ist leider zu spät. Es dauert das Geld, bis bei uns kommt. Es dauert 3 Tagen, 4 Tagen. Heute, können Sie heute eine Überweisung machen, Herr Ander? Nee. Möchten Sie nicht. Aber nee, warum? Na, ich weiß nicht. Ich muss ja warten, bis da mich einer fährt. Wie bitte? Ich muss warten, bis mich einer fährt. Was sollen Sie? Na, bis mich einer fahren kann. Ich habe das verstanden. Also, Herr Ander, wir müssen heute dieses Konto aktivieren. Verstehen Sie mir? Wäre das besser für Sie, ob Sie heute ein Konto aktivieren? Und bis Ende des Dezember erreichen Sie Gewinne. Aber nützt ja nichts, wenn ich schaffe. Wie bitte?
Ja, nützt ja nichts, wenn ich jetzt nicht mache. Also müssen Sie heute ein Konto, weil ich verstehe gar nichts, Herr Ander. Die Verbindung ist sehr schlecht bei Ihnen. Aha. Also heute, ich werde für Sie die Bankdaten vorbereiten und machen Sie heute eine Überweisung und damit dieses Konto eröffnen. In 2 bis 3 Wochen schaffe ich das wieder. 2 Wochen, 3 Wochen. Ja. Aber warum nicht heute, Herr? Machen wir mit 250 bis 2 Wochen, Sie testen uns. Ja. Reißen Sie Gewinne. Weil ich kein Auto habe. Wie bitte? Na, weil ich kein Auto habe. Ich habe. Also, möchten Sie heute eine Überweisung zu machen? Da habe ich Ihnen doch ein paar Mal erklärt, oder nicht? Ja, Sie haben das erklärt, aber ich habe nicht verstanden, warum möchten Sie nicht heute zu machen? Warum wollen Sie nicht heute zu machen? Na, weil nicht geht. Okay, natürlich. Wir lassen einen anderen Termin zusammen. Also, wann werden Sie die Überweisung machen? In 2 bis 3 Wochen schaffe ich das. Okay, alles klar. Ich probiere am Ende des Dezember wieder zu anrufen, also, okay? Na, aber habe ich denn schon die Überweisung? Ja, okay, ich werde jetzt auf WhatsApp schreiben. Und wenn Sie möchten, wir können auch die Bankdaten zuschicken. Und Sie können nur mit 250 Euro eine Überweisung machen. Probieren Sie das. Aber ich habe kein WhatsApp. Wie bitte? Na, aber ich habe doch kein WhatsApp. Ja, wir werden jetzt auf WhatsApp zu schreiben, Herr Ander. Aber habe ich ja nicht. Haben Sie keine WhatsApp? Haben Sie E-Mail-Adresse, ist sie richtig? Gernanstein@googlemail.com. Ja. Okay, wir werden dann auf E-Mail-Adresse kontaktieren, okay? Ja. Und ich probiere am Ende des Monats wieder zu anrufen. Okay. Okay, ich bedanke mich, Herr Ander, und bis Ende des Monats. Einen schönen Tag noch. Ja. Tschüss. Tschüssi. Hallo. Hallo, guten Tag, Herr Pula. Ja. Ich bin Eli Roy von Finanzmonitoring-Abteilung von CryptoSoft. Herr Pula, Sie haben Interesse geäußert, auf den Finanzmarkt zu handeln, stimmt? Wo denn? Wann denn? Also das war vor einem Monat. Aha. Am 19. Dezember, Sie haben Interesse geäußert, auf den Finanzmarkt zu handeln. Ist das richtig, ja? So, habe ich mal irgendwann was angeklickt, ja. Okay, wie gesagt, Herr Pula, mein Name und Nachname ist Eli Roy. Ich bin Ihre Kontomanagerin und Sie haben schon bei uns Handelskonto, Herr Pula, das bedeutet, unter Ihrem Namen und Nachname auf unserer Plattform steht Ihre Handelskonto, okay? Also mit Online-Handel, Sie können Geld verdienen. Also, wenn Sie haben keine Erfahrung, stimmt? So, weiß ich nicht, also kennen das ja alles nicht. Also, es geht um Online-Handel und Sie haben keine Investition auf den Finanzmarkt. Ist das richtig, ja? Okay, wenn Sie haben keine Erfahrung, Herr Fuller, das ist kein Problem, weil Sie bekommen von unserer Seite professionelle Finanzexperten, okay? Also das bedeutet, Sie werden nicht allein auf dem Finanzmarkt sein, Ihre Finanzexpert ist immer dabei und Ihre Finanzexpert macht alles für Sie automatisch. Also das bedeutet, Herr Fuller, Sie brauchen keine Zeit am Computer sitzen und Finanzmarkt analysieren, okay? Ihre Finanzexpert arbeitet für Sie automatisch. Haben Sie alles verstanden, ja? Nicht so richtig, ne? Okay. Haben Sie es verstanden, oder? Nicht so richtig. Also, was meinen Sie? Also, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, fragen Sie mir bitte. Sie haben schon Handelskonto. Aber Ihr Handelskonto ist noch nicht aktiv. Sie haben keine Investition auf unserer Plattform. Es gibt 0 Euro auf Ihrem Handelskonto. Okay? Wie bitte? Wie komme ich denn zu dem Konto? Also, Sie bekommen nach der Aktivation Zugangsdaten von mir, Herr Fuller. Okay? Also, Sie bezahlen gar nicht. Wie bitte? Wo kommt das Konto her? Weil ich kenne Ihren Firmennamen ja gar nicht. Also, Sie bekommen per E-Mail von unserer Seite Zugangsdaten. Ja, bitte. Sagen Sie mir bitte, Herr Pula. Was denn? Was soll ich denn sagen? Also, schauen Sie bitte, wie gesagt, Sie haben schon bei uns Handelskonto, aber zurzeit auf Ihrem Handelskonto, es gibt 0 Euro, okay? Und natürlich,
Handelskonto. Es geht um Online-Handel. Sie können auf dem Finanzmarkt mit Kryptowährungen, mit Aktien, mit Indizien, mit Rohstoffe und mit Forex-Handel. Und wie komme ich zu diesem Konto? Wo kommt denn das her? Sie bekommen Ihre Zugangsdaten per E-Mail. Damit Sie können Ihre Handelskonto und Ihre Geld überprüfen. Haben also Sie das verstanden? Ich habe noch kein Konto. Sie haben schon Konto. Und wo kommt das her? Sie haben Ihre Daten auf unserem Bildbuch hintergelassen. Und Ihr Handelskonto ist noch nicht aktiv. Wie bitte? Ich versuche das jetzt mal zu rekonstruieren. Ich habe in der Werbung habe ich jetzt meine Daten hinterlassen. Und Sie haben dann daraufhin ein Konto für mich erstellt. Also Sie haben Ihre Daten auf unserem Bildbuch hintergelassen. Okay? Ich bekomme Ihre Daten automatisch. Und unter Ihrem Namen und Nachname auf unserer Plattform steht Ihr Handelskonto. Ihr Handelskonto gehört Ihnen. Wie kommt das dahin, wenn ich mich in der Werbung angemeldet habe? Das verstehe ich noch nicht so richtig. Also das ist unsere Werbung. Unsere Werbung lautet, Moment bitte. Unsere Werbung lautet Kryptosoft. Das ist unsere Werbung, okay? Ja. Und natürlich auch diese Werbung, Sie können keine Positionen öffnen, ja? Weil das ist nur Werbung. Ja, und haben Sie denn ein Konto erstellt? Sie haben schon Konto bei uns. Ja, das haben Sie denn erstellt, oder wie? Ja, genau. Sie haben schon bei uns Handelskonto und wir können jetzt zusammen Ihre Handelskonto aktivieren mit 250 Euro, das ist Minimum, auf dem Finanzmarkt. Und damit Sie können alles ausprobieren, alles schauen mit Ihren eigenen Augen, wie es funktioniert. Ja, haben aber Sie das verstanden, ja? 50 Euro probiere ich nicht aus. Haben Sie alles verstanden, ja? Nö, nicht so richtig. Was haben Sie nicht verstanden? Sagen Sie mir bitte. Ja, das alles irgendwie. Sie haben Handelskonto. Haben Sie verstanden? Ja, das habe ich jetzt verstanden. Ja. Ja. Aber wie und Ihr Handelskonto ist noch nicht aktiv. Haben Sie verstanden, ja? Ich habe verstanden, was Sie sagen, aber ich verstehe den Zusammenhang nicht. Also was haben Sie nicht verstanden? Ich habe nicht verstanden. Na, den Zusammenhang. Wie bitte? Den Zusammenhang. Also wie gesagt, Kryptosoft, das ist nur Werbung, okay? Mhm. Im Internet. Und Kryptosoft, das ist unsere Werbung. Ja. Sie haben Ihre Vorname, Ihre Nachname, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse auf unsere Werbung hintergelassen. Das bedeutet, Sie haben schon automatisch Handelskonto. Haben Sie alles verstanden, ja? Nee, das habe ich eben nicht so richtig verstanden, wie das funktioniert, dass man da, wenn man sich in der Werbung einträgt, automatisch ein Konto eröffnet. Das klingt komisch. Also, aber Ihr Handelskonto ist noch nicht aktiv. Ja, aber mich wundert es halt, wie aus einer Werbung automatisch ein Konto entstehen kann. Das kapiere ich halt nicht. Weil Werbung ist ja also Werbung. Also, wenn Sie Ihre Daten auf unsere Werbung hintergelassen, das bedeutet, Sie haben schon automatisch Handelskonto. Meine ich. Aha. Also nutzen Sie dann einfach irgendwelche Daten aus einer Werbung, um dann ein Konto zu eröffnen? Also Sie können mit Ihrer E-Mail-Adresse thomas.pula@zeichen mccfan.de. Damit Sie können Ihr Handelskonto überprüfen. Mhm. Haben Sie verstanden? Nee. Und das ist Frage, Herr Pula, haben Sie Interesse mit Online-Handel? Nee, ich denke nicht, weil das klingt komisch. Okay. Tschüss, schönen Tag noch. Ja, den wünsche ich mir auch. Ja? Hallo, spreche ich mit Herrn von Hausschneider? Mhm. Also, mein Name ist Sophie Meyer. So, Sie haben Ihre Kontakte auf unserem Handelsplattform hintergelassen. Also, das ist Handelsplattform Bitcoin Profit Way. Stimmt das? Nee. Was, nee? So, heißen Sie... Na, das ist die Antwort auf Ihre Frage. So, ist der... Ist es Ihr Name oder nein? Martin ja. Hautschneider. Also und auch, es gibt hier Ihre Nummer und auch E-Mail. Also, das bedeutet, dass Sie auf unserem Handelsplattform registriert. Darum telefoniere ich. Nee, ich möchte über unser System erzählen nicht. Und auch Sie informieren über unserem. Wo haben Sie denn die Daten her? Wie bitte? Wo haben Sie denn die Daten her? Also, das ist so, Sie haben diese Daten auf unserem Handelsplattform Bitcoin Profit Way hintergelassen. Nee, das stimmt ja nicht. Das stimmt nicht. Okay, und wie ist eigentlich möglich? Ja, weiß ich nicht. Das ist ja Ihre Aufgabe, das zu überprüfen. Okay, dann jedenfalls sagen Sie mir bitte, ob haben Sie schon Erfahrung im Handel? Ja, was hat denn das jetzt damit zu tun?
So, Sie können benutzen ja scheinbar also, Daten, die Sie nicht benutzen dürfen. Also, ich soll das benutzen, weil ich bekomme diese Kontakte. Darum telefoniere ich und spreche mit unseren Kunden und informiere über dieses System, die Sie über diese, also, Sie mehr wissen möchte. Ja, möchte ich ja nicht. Interessiert mich ja nicht. Okay, und dann sagen Sie mir bitte, wer hat diese Kontakte hier hintergelassen? Ja, das ist ja Ihre Aufgabe, das zu klären. Na, meine Aufgabe ist, meine Kunden rufen und auch erzählen über das System und helfen mit unserem Konto und auch mit unserem Plattform und antworten auf verschiedene Fragen. Und ich bekomme nur diese Kontakte und ich schreibe sie nicht. Ja, ist ja richtig, aber Ihre Firma ist ja dazu verpflichtet, die Daten zu überprüfen. Also, darum telefoniere ich, wenn Sie sagen, dass Sie nicht, dass Sie es nicht geschrieben haben. Dass, also, ich kann damit nichts zu tun. Ja, es muss aber Ihre Firma überprüfen. Also, und wie kann ich das überprüfen? Ja, mit einem Double Opt-in kann Ihre Firma das überprüfen. Also, ich überprüfe, also, ich bekomme den Namen. Nachname. Ja, Ihre Firma muss das überprüfen. Sie telefonieren ja nur. Ihre Firma ist dafür zuständig. Und die hält sich scheinbar nicht an Datenschutz. So, was habe ich schlecht gemacht? Sagen Sie mir bitte. Ja, angerufen. Das ist ja das Problem. So, ich telefoniere, weil das meine Arbeit ist. Verstehen Sie? Ja, aber Sie können ja nicht einfach jeden anrufen, nur weil da irgendwelche Daten bei Ihnen im Computer stehen. Das ist ja illegal. So, ich habe keine Ahnung. Ich bekomme diese Daten, weil Sie dort registriert haben. Ja, aber Ihre Firma muss doch Ahnung haben, was sie da tut. Und das hat ja Ihre Firma scheinbar nicht. Also kann das Ganze ja nicht seriös sein. Also, in dem Fall, wenn Sie mit dem Handeln Sie sich nicht interessieren, dann so. Ich kann damit nichts machen. So, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und das alles. Ja, vielleicht verraten Sie mir einfach mal den Namen von Ihrem Datenschutzbeauftragten. Also, ich kann das nicht löschen und... ja, das ist aber Ihre Pflicht. So, Sie müssen mir sagen können, wer Ihr Datenschutzbeauftragter ist. Das müssen Sie sogar tun. Also meine Daten oder was meinen Sie? Nee, den Datenschutzbeauftragten. Von dem die Daten. Anschrift, Telefonnummer. Also das ist von Software Bitcoin Profit Pay. Ja, und der Name? So, das ist ein Software, wo unsere Kunden ihre Kontakte so hinterlassen. Ja, nee, das interessiert mich nicht. Mich interessiert, wer Ihr Datenschutzbeauftragter ist. Der Mensch. Ich brauche den Namen und die Telefonnummer von dem Menschen, der bei Ihnen in der Firma der Datenschutzbeauftragte ist. Und das müssen Sie sogar wissen. Da können Sie sich jetzt nicht rausreden. Wenn Sie es nicht wissen, dann holen Sie bitte einen Kollegen und fragen den nach dem Namen vom Datenschutzbeauftragten. Also es gibt nur ein System. So, Software. Das interessiert mich ja nicht. Ich möchte jetzt gerne mit dem Datenschutzbeauftragten in der Firma reden. Okay, der Pflicht in Deutschland. Ich gebe dann meine Kollegen und dann fragen Sie so. Okay. Richtig. Guten Tag, Herr Martin. Ja. Ja, sagen Sie bitte noch einmal. Möchten Sie sich nicht erstmal vorstellen? Ich bin Sven Meyer. Ja, welche Fragen haben Sie? Ja, ich hätte gerne mal mit dem Datenschutzbeauftragten aus der Firma gesprochen. Sagen Sie bitte noch einmal und sprechen Sie bitte lauter. Den Datenschutzbeauftragten hätte ich gerne gesprochen. Können Sie bitte lauter sprechen? Nee, das geht nicht. Das geht nicht? Dann warum muss ich Ihnen antworten, auf welche Frage, welche ich nicht gehört habe? Ja, Sie müssen mir den Datenschutzbeauftragten aus Ihrer Firma geben. Sie möchten wissen, wie heißt unsere Firma? Nee, der Datenschutzbeauftragte Ihrer Firma. Garantie, ja? Einige... Nee, ich möchte mit dem Datenschutzbeauftragten sprechen. Mit dieser Person möchte ich sprechen. Den müssen Sie ja haben, wenn Sie hier nach Deutschland anrufen. Ist ja Pflicht. Verstehe Ihnen nicht. Was das merke ich. Möchten Sie mit wem? Ja, ich möchte den illegalen Anruf hier klären. Und damit möchte ich mit dem Datenschutzbeauftragten aus Ihrer Firma sprechen. Ehrlich zu sein, verstehe ich nicht, mit wem möchten Sie sprechen? Sie können hier nur mit mir, mit meinen Kollegen sprechen, aber mit irgendwem können Sie nicht sprechen. Ist aber Pflicht. Wenn Sie hier in Deutschland anrufen und was verkaufen wollen, dann müssen Sie mir den Datenschutzbeauftragten geben können. Das ist Pflicht in Deutschland. Da gibt es keine Ausrede, das ist Pflicht. Ja, Sie möchten Daten... den Datenschutzbeauftragten bekommen, möchte ich jetzt sprechen. Um Überweisung zu machen, ja? Nee, ich möchte mit dem Datenschutzbeauftragten sprechen.
Ja. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Anna von Firma Shop Online. Mit dem Namen Leon Spritzschlüpfer ist eine Anfrage gestellt für das Produkt Cystonette. Genau. Also, darf ich nach Ihrem Alter fragen, Herr, damit ich Sie besser beraten kann? Nö. Haben Sie unsere Produkte ausprobiert? Nee. Noch nicht. Also, welche Probleme haben Sie, Herr? Haben Sie Schmerzen, Wasserlassen? Ich wollte einfach nur die Tabletten da haben. Okay, Herr. Ich werde Ihnen weiter erklären, wie das funktioniert. Okay? Also, wir sprechen über ein Naturprodukt mit Biokomponenten und das garantiert keine Nebenwirkungen, also keine Jojo-Effekte. Haben Sie das auch schon mal ausprobiert? Bitte? Haben Sie das auch schon mal ausprobiert? Ich? Diese Cystonette, ja. Also das ist, Herr, das ist, wenn Sie Probleme mit dem Wasserlassen haben, wenn Sie Probleme mit dem Prostatitis haben, Herr, wenn Sie haben Schmerzen oder Wasserlassen. Ja, haben Sie das auch schon mal ausprobiert? Also, wir haben dieses Produkt, ja, habe ich, und wir haben dieses Produkt, also momentan, das ist 85% erfolgt. Ach, gut. Diese Cystonette. Mhm. 85% erfolgt momentan. Alles unsere Kunden sehr zufrieden sind mit dem Ergebnis und ich bin mir sicher, dass sie sehr zufrieden sein werden auch. Hä? Denke. Also, Herr, das ist Tabletten, nehmen Sie 2 am Tag. Morgens eine und abends eine. Für einen Zeitraum, einen Monat bis zu 2 Monaten zu verwenden. Wenn ich das mit dem Kochtopf unterrühre, wie viel brauche ich denn da? Ja. Wenn ich das beim Essen mit beimengen möchte. Ja, natürlich können Sie das auch so machen, kein Problem. Also einmal morgens, einmal abends. Wenn ich für 10 Personen koche, muss ich 10 Pillen reinschmeißen, oder? Für 10 Personen? Muss ich denn auch 10 Tabletten reinschmeißen, ja? Oder reicht denn da eine? Also, die komplette Programm für den ganze Familie, also die komplette Programm, das ist also mit 4 Packungen plus 2 gratis. Ja. 4 Packungen plus 2 gratis, 6 Packungen, das wäre, jeden Paket kostet 49 Euro, das wissen Sie ja schon. Ja. Und das wäre die komplette Programm 196 Euro, okay? Okay. Also, damit ich schicke das Paket, brauche ich Ihre richtige Adresse, wo Sie wohnen, Ihre Postleitzahl, Herr? Braunschweiger Straße 77 in 12055 Berlin. 77? Welche Hausnummer? Braunschweiger Straße, Hausnummer? 77. Ja. Wo ist das? In Berlin. Also die Postleitzahl? 12055. Okay. Also, Herr? Sie profitieren als Dankeschön, als herzlicher Willkommen, eine Paket mehr dazu mit dieser Cystonette. Mit 20 Euro. Ja. Damit Sie maximalen Effekt zu erreichen und nicht wieder bei uns bestellen, okay? Ja. Und das wäre insgesamt 216 Euro. Ja. Ich wollte ganz kurz informieren für unser neues Produkt, das heißt Xynogen-Tabletten für Kilo zum Abnehmen. Haben Sie vielleicht Interesse dafür? Ja, das kann man auch gebrauchen. Da schick mal gleich ein paar Packungen mit, die schmeiße ich da mit rein in den Topf. Okay, ich schicke eine dazu, das wäre 236 Euro. Das Paket wird per Kreditkarte zu bezahlen, hä? Ja. Eine Master- oder Visa-Karte muss sein. Also, wie lautet Ihre Handynummer? Wie bitte? Ich habe gar keine Kreditkartennummer. Keine Master- oder Visa, also eine Master- oder Visa-Karte brauchen Sie. Aber auf der Webseite stand ja auch Vorkasse. Per Nachname an der Tür. Ja, also, was steht auf dem Briefkasten, wo Sie wohnen? Na, der Name, der da ist, das steht da. Welcher Name? Na, mein Name steht da drauf. Okay, wiederholen Sie nochmal. Na, den Sie da haben, ist doch richtig, haben Sie mich doch angesprochen. Leon. Das ist der Vorname, ja, genau. Also, Vorname steht an der Tür? Ja, nee, der Nachname steht an der Tür, an der Klingel. Nachname. Ja, den haben Sie ja da, den haben Sie ja eingangs erwähnt. Schlupfer. Genau. Und an den Klingeln, was steht? Na auch. An den Tür? Na auch. Auch. Steht da so. Okay. Ja. Okay, ich gebe Ihnen jetzt unsere Kundenservice-Nummer, damit Sie kostenlos kontaktieren. Wenn Sie Frage haben später, schreiben Sie das auf, bitte. Brauche ich die denn? Ich dachte, das steht denn da in den Unterlagen.
Ich schicke auch dazu mit dem Paket. Ja, ja? Dann brauche ich also 049. Okay, dann ich schicke dazu. Mache ich eine kurze Zusammenfassung. Also mit dem Leon. Ja. Spritzschlupfer. Habe ich gesprochen. Ihre Bestellung kommt in 2 bis 4 Tage. Ja. Bei Ihrer Adresse. Ja. Per Post, per DHL. Ja. In dem Postleitzahl 12055, die Land Deutschland, die Stadt Berlin, die Straße Braunschweiger, Straße Hausnummer 77. Ja. Zahlen Sie das per Nachname beim Abholung. Auf dem Briefkasten steht Spritzschlupfer. Ja, genau. Und an den Tür, an den Klingeln auch steht Spritzschlupfer. Ja. Also ich schicke die volle Programm mit dem Zystonette, also 6 Packungen plus eine Paket mehr als Promotion dazu, also 7 Packungen Zystonette und eine Paket Xynogen für Kilo zum Abnehmen. Am Endepreis die 236 Euro. Sind Sie damit einverstanden, Herr? Ja, und das kann ich dann einfach mit bei zum Beispiel in so eine Suppe mit reinmachen, ja? Ja, können Sie das auch so machen. Genau, dann machen wir das so. Okay. Ja. Also Herr, ich bedanke mich für Ihre nette Gespräch, für Ihre Zeit. Ja. Und wünsche Ihnen einen schönen Tag und Wiederhören. Tschüss. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Sarah Smith ist am Telefon. Spreche ich mit Herrn Schwenktüter, damit Herr richtig, ja? Ja, Herr Schwenktüter ist am Apparat. Wunderbar. Wie geht es Ihnen als erstes? Ja, eigentlich ganz schlecht. Wieso denn? Ja, na, meine Frau ist gerade aus dem Fenster gefallen, hat sich hier nicht gebrochen und, naja, dann muss man so unterbuddeln, ja. Oh, tut mir leid. Herr Schwenktüter, Sie haben sich gerade bei uns angemeldet, ja, wie ich das im System sehe. Wegen Online-Handel haben Sie Interesse geäußert. Wie heißt denn die Firma? IG Kapital. Ach, IG Kapital. Okay. Ja, Sie befinden sich online bei uns, ja? Jo. Genau, deswegen rufe ich Sie an. Ich bin die Kundenberaterin, ja? Bin ich dafür zuständig, Sie erstmal informieren, ja? Wie das Ganze alles bei uns funktioniert, ja? Genau, deswegen rufe ich Sie an. Oh, das tut mir leid. Bitte? Das tut mir leid, dass Sie sowas machen müssen. Na, kein Problem. Ja. Es ist mein Job. Herr Schwenktüter, sind Sie am Computer oder versuchen Sie das alles mit dem Handy? Sind Sie jetzt mit dem Handy eingeloggt? Ja, sowohl als alles. Bitte? Sowohl als nichts. Herr Schwenktüter, ich möchte gerne wissen, erstmal, haben Sie mal schon gehandelt? Haben Sie gewisse Erfahrungen in diesem Bereich schon gemacht oder ist es das erste Mal für Sie? Na, mit welcher Erfahrung jetzt genau? Also, weil ich weiß jetzt nicht, was Sie, wie Sie meinen. Ich meinte, haben Sie mal mit den Bankaktien gehandelt oder online irgendwelche Aktien gekauft, vergekauft oder mit den Kryptowährungen gehandelt? Nee. Sowas haben Sie mal gemacht? Nein. Nee. Nö. Das heißt, Sie sind total neu, ja? Ja. In diesem Bereich sozusagen. Genau. Und dann, damit Sie besser nachvollziehen können, wie wir arbeiten, mit wem Sie zu tun haben und so weiter, Sie haben die Möglichkeit, erstmal die Sache von 250 Euro auszuprobieren, ja? So wenig, ja. Ja, so ist geregelt. Von 250 bis 1.000 Euro, ja? Oh je. Sie werden es auswählen, ja? Von 250 bis 1.000 Euro. Ja. Sagen Sie mir bitte, mit welcher Summe Sie entschieden möchten erstmal. Was haben Sie entschieden? Na, wie funktioniert denn das jetzt genau? Was muss ich denn da jetzt genau machen? Bitte? Wie funktioniert denn das jetzt genau? Was muss ich denn da jetzt genau machen? Also mit Jörg, genau. Wie das Ganze alles läuft, das haben Sie wahrscheinlich in Werbung gesehen, oder? Nee, das ist nicht klar. Den Handelsprozess läuft automatisch, ja? Was heißt das automatisch? Das automatisierte Handelssystem wird für Sie arbeiten, die Auto-Trader. Ach so, die also MetaTrader 4 wird für Sie arbeiten. Also muss ich selber nicht machen. Nein, selber machen Sie nichts. Es ist automatisches Handelssystem. Wird mit MetaTrader 4 gehandelt. Das macht algorithmische und mathematische Analysen. Und außerdem, Herr Schwenktüter, wir bitten Sie einen Finanzexperten an. Ja? Ja. Die hilft Ihnen dabei, im Handelsprozess zu begleiten. Sie wird Ihnen generell dabei helfen, dass Sie erfolgreich bei uns handeln. Ja? Ja, und weiter?
Das bedeutet, wenn Sie, wenn Sie gewinnen, gewinnen wir auch, ja, genau deswegen bekommen Sie solche Service ganz kostenlos von unserer Seite, ja. Und wie viel kann man da spenden? Von Ihren ausgezahlten Gewinnen bekommen wir 1,2%, also von 1 bis 1,2 wird das berechnet. Ach so, und ich bekomme dann gar nichts. Doch, Sie bekommen die Gewinne von 25 bis 30%, aber von Ihren ausgezahlten Gewinnen bekommen wir auch 1,2%. Genau deswegen arbeiten wir hier, okay? Also, ich bekomme dann 204%, oder wie? So, von Ihrer investierten Summe wird Ihre Gewinne berechnet von 25 bis 30%, okay? Und wir bekommen davon nur 1,2%. Das ist unsere Gewinne. Oder wie? Hallo? Ja, und wie viel Prozent bekomme ich denn? Das waren denn 70 oder wie? Von 25 bis 30%, habe ich gesagt. Ach, dreimal schon. Ich bekomme nur 25%. Ja, wie viel Prozent haben Sie gedacht? Na. Wenn Sie jetzt 2% bekommen, dann müsste ich doch 98% bekommen, oder nicht? Hab gemeint, nur 1,2% Maximum. Ist das unsere Einkommen? Von ja, aber dann sind doch bei mir noch 98% über, oder nicht? Nein, Sie bekommen 25 bis 30%. Das verstehe ich nicht. Also ich gebe Ihnen 250 Euro, Sie nehmen sich davon 2 Euro weg. Und ich darf denn davon 30 Euro behalten? Wir bekommen das nicht von Ihrem eigenen Geld. Von den Börsen kriegen wir die Gewinne. Sie kriegen die 25 bis 30%. Ganz einfach. Oder müssen Sie das nochmal richtig erklären, wie das von genau Ihre ausgezahlte. Dann habe ich das nicht so richtig verstanden. Herr Schmidt, sagen Sie mir bitte, was wir entschieden haben. Mit welcher Summe möchten Sie erstmal einsteigen? Na, erstmal würde ich ja gerne verstehen, wie Ihre Firma funktioniert. Was meinen Sie damit? So, wie ich es ausgesprochen habe. Habe ich doch alles erklärt, wie wir arbeiten, was Sie von unserer Seite erwarten sollten. Machen Sie Spaß damit oder was machen Sie denn? Na, hören Sie mich irgendwie lachen. Ich würde doch einfach nur gerne verstehen, was Sie da machen. Was einen Infos werden Sie noch gebrauchen? Aber ich will die ja erst wissen, bevor ich eingezahlt habe. Was denn? Na, erst möchte ich das wissen und dann das Geld. Ja, und habe ich erst mal die Infos mitgeteilt, habe ich erklärt, wie das Ganze alles läuft. Habe ja, ich doch nicht gesagt, dass ich... Da bin ich ja zu blöd für, das habe ich noch nicht verstanden. Sind Sie blöd, meinen Sie? So komme ich mir bei Ihnen behandelt vor, ja. Und wie funktioniert das jetzt genau? Weil, wenn Sie es nicht richtig erzählen können, dann haben Sie doch da vielleicht einen Mitarbeiter, der es richtig erklären kann. Der das besser kann als Sie. Ah, ich glaube, Sie verstehen nichts. Okay, also auf Wiederhören. Ich habe nicht so viel Zeit für Sie. Ach so, also sind Sie einer von... Das war's leider schon von unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn's was Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du magst, findest du hier noch eine komplette Playlist mit vielen weiteren Inhalten. Schau auch dort gerne mal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!